aber letzten Endes so schwer durchzuführen. Deswegen, wo sind wir am meisten angreifbar als Individuum und als Gesellschaft? Wir brauchen autarke und dezentrale Energiesysteme. Wir brauchen autarke Lebensmittelversorgung. Nicht nur aus finanzieller Sicht, sondern vor allen Dingen aus gesundheitlicher Sicht, wie wir vorhin gehört haben. Und deswegen ist es interessant zu erfahren, wie das funktioniert, dass man auf ein paar Quadratmetern in seiner eigenen Wohnung oder in seinem eigenen kleinen Garten sich eine Lebensmittelversorgung aufbauen kann. Das ist wichtig für uns, denn wenn wir das auf die Reihe kriegen, dann können die ihr Zeug selber essen. Aufbau eigener Sozialnetze, eigener Gesundheitsversorgung nach medizinischen alternativen Methoden. Das ist auch wichtig. Denn dieses Gesundheitssystem, was ja eigentlich nur ein Krankensystem ist oder ein krankmachendes System, ich kann Ihnen gar nicht sagen, wer hier zuerst den Geiststoff gibt. Das Finanzsystem oder dieses Krankensystem, die liefern sich gerade ein super Kopf-an-Kopf-Rennen. Eigenes Recht, orientiert am Naturrecht, an den Gesetzen des Universums und einer höheren Gerechtigkeit. Dafür ist es wichtig und notwendig, wieder auf ein staatliches Recht und auf staatliche Grundlagen zurückzukommen. Dafür habe ich mit Partnern zum Beispiel auch eine Stiftung gemacht. Und Sie sehen hier etwas ganz komisch. Scottish Foundation Center, eine schottische Stiftung. Warum haben wir, übrigens vom Establishment habe ich das Gefühl, wir werden gesponsert. Wir kriegen eine Stiftung nach einem Charity Act von 1993. Es ist die einzige Möglichkeit, innerhalb von Europas noch eine staatliche Stiftung zu kriegen. Die meisten Leute sind in Liechtenstein und werden ihre hier wollen stiften gehen, wie es so schön heißt. Aber stiften war früher etwas Positives. Heute versucht man das auch negativ zu belegen, dieses Stiften gehen. Und dass es nur um Steuerersparnis und so eine Geschichten geht. Aber nein, eine Stiftung dient dazu, Vermögen zu sichern und zu retten. Und wenn man dann noch eine gemeinnützige Stiftung macht, dann dient diese dem Allgemeinwohl. Man muss an dem System gar nicht mal so viel ändern. Nur die Intention, wie das betrieben wird. Ich würde heute eine Zentralbank gar nicht groß anders betreiben als die Federal Reserve. Nur, die Gewinne gehören nicht privaten Leuten oder mir oder irgendjemandem, der das betreibt. Sondern wenn diese aus einer gemeinnützigen Stiftung kommen, dann gehören die Erträge, die diese Bank macht, vielleicht nach dem gleichen Prinzipien, wie sie die Federal Reserve macht, die gehören dann dem Gemeinwohl, die gehören dem Volk. Und wenn das möglich ist und wenn sie diese Gewinne nehmen, die Brüder heute privat machen und einstecken, dann sage ich Ihnen heute Folgendes, glauben Sie es mir und recherchieren das nach. Kein Mensch müsste nicht eine einzige Mark, einen Euro, einen Franken Steuern zahlen. Das gesamte Gemeinwesen wäre über diese Gewinne zu finanzieren. Das wäre doch mal ein Ding. Das sollten wir tun und wir sollten es selbst in die Hand nehmen, weil die Möglichkeiten rechtlich haben wir, dies zu tun. Jetzt müssen wir das nur machen. Es hängt nur von uns ab. Dieses Finanzsystem gibt es nur, weil wir es tolerieren. Wir verwenden deren Geld. Und wenn sich morgen so ein Rothschild oder ein Rockefeller auf die Straße stellen würde und sagen würde, Jungs, wir haben euch 2.000, 3.000 Jahre betrogen, war nicht so gemeint. Dieses Finanzsystem ist tot. Wissen Sie, was passieren würde? Die meisten würden das gar nicht glauben. Die machen einfach so weiter, als wenn nichts ist. Wenn ich sage, morgen ist der Crash, dann sagen mir jetzt von Ihnen 1.000 Leute, oh, das passt mir aber gar nicht, ich habe noch 15.000 Euro auf dem Konto. Heute ist das ungünstig. Und man gibt immer 1.000 Gründe, warum irgendetwas nicht funktioniert. Aber wir brauchen diesen Schnitt. Besser ist, wir tun ihn selber. Und nehmen die Dinge in der Hand, damit wir sie lenken können, als dass die das große Chaos anrichten, um dann wieder ihr System zu implementieren. Und sie werden das dann schaffen, wenn wir es nicht geschafft haben, in den lebenserhaltenden Dingen wieder autark zu werden. Vor allen Dingen in der Energieversorgung und in der Lebensmittelversorgung. Ganz wichtig. Das müssen wir jetzt aus meiner Sicht auf die Reihe kriegen. Und das hat alles nichts mit Geld zu tun. Oder wenig. Mit Geld zu tun. Das ist zu schaffen. Und diese schottische Stiftung übrigens, die wir versuchen in Deutschland wie weiße Flecken auf der Landkarte entstehen zu lassen, geben uns eine Möglichkeit, von einem staatlichen Recht zu operieren. Und die Bundesrepublik kennt zum Beispiel nur Privatrecht. Damit sind wir nicht kompatibel.
Und wenn die Briten haben gesagt, wenn wir nachweisen, dass die dann nach deutschem Recht gegen deutsches Recht verstoßen, dann kriegen wir diese Unterstützung. Dann kriegen wir auch Hilfen. Dafür haben die sich im Potsdamer Abkommen verpflichtet, dies zu tun. Und das, was jetzt so komisch klang, dass das hier nur eine Firma ist, diese Bundesrepublik und so weiter, das hört sich alles sehr schrecklich an. Aus meiner Sicht ist das heute der größte Glücksgriff, den man kriegen kann. Denn wir haben damit eine Chance, dieses Ding rumzureißen. Aus diesem Europa wieder ein richtiges Europa zu machen, das werden die Deutschen entscheiden. Die Iren konnten Lissabon verzögern. Verhindern können es nur die Deutschen. Die Einzigen, die das nicht wissen, sind die Deutschen. Das ist das Problem, deswegen gehe ich gerne und mache diese Vorträge, damit das unterkommt. Wir können hier von einem staatlichen Recht operieren. Und haben wir gedacht, Mensch, schauen Sie mal ins Internet, wie viele Stiftungen die Schotten haben. Fast alles Gemeinnützige, 23.000 Stiftungen gibt es in Schottland. Alle Universitäten, alle Schulen, Bildungseinrichtungen, alles ist über gemeinnützige Stiftungen. Da haben wir uns überlegt, na Mann, denn importieren wir doch dieses schottische Recht und was stellen wir fest? Es ist ein Reimport. Es ist eine deutsche Idee. Das Heilige Römische Reich deutscher Nation war eine Stiftung. Daran müssen wir wieder anschließen, an dieses staatliche Recht. Und das geht, indem wir uns selber neue Spielfelder erfinden. Ich mache das mal mit Siedler von Catan. Ich möchte nur in Bildern sprechen. Und dann geht es darum, dass wir autark werden. Autark heißt nicht, gegen die zu kämpfen. Ich würde zum Beispiel keine Revolution und so weiter schreiben. Das heißt, ich akzeptiere die ja als Machtfaktor. Wir können die Dinge, die wir wollen, nur selber vorleben. Deswegen müssen wir authentisch sein. Unterstütze ich das genau, was du gesagt hast, meine Meinung. Das müssen wir machen. Wir können das nur selber vorleben. So geht es. So machen wir das. Und autark sein heißt, sich so weit unabhängig zu machen, dass man jeden Machtanspruch, der gegen einen erhoben wird, ignorieren kann. Dass ich sagen kann, Codex Alimentarius, coole Nummer, geht mich auch nichts an. Könnt ihr machen. Interessiert mich nicht. Und ich habe die Potenz dazu, das sagen zu können und es geht mich wirklich nichts an. Und schön wäre es, wenn man Millionen Menschen mitzieht und die geht das auch nichts mehr an. Wir haben damit nichts mehr zu tun. Das wäre eine Nummer. Liebevoll dabei umgehen. Versuchen, Menschen aus diesem System rüberzuholen, nach universellen Prinzipien zu handeln, weise vorgehen. Und da weise vorgehen heißt, immer weniger mit dem analytischen Verstand vorgehen, sondern auf den Bauch hören, das Herz entscheiden lassen, den Bauch entscheiden lassen über die Dinge, die richtig sind. Und wenn man es dann weiß, entschlossen vorgehen. Das Ding einfach entschlossen umsetzen. Das brauchen wir. Leute, die tatkräftig vorangehen. Wenn wir das machen, haben wir alle Chancen der Welt. Genaueres steht beschrieben in dem Deutschlandprotokoll, erster Teil von Ralf-Uwe Hill, ist nicht von mir, dass diese gesamte völkerrechtliche Situation beschrieben. In meinem zweiten Teil, der ist von mir, ein bisschen ausführlicher, das, was ich hier heute erzählt habe, in unterhaltsamer Form. Sie können das Buch zweigeteilt annehmen, ich schreibe, wie ich spreche. Sie können dann darüber sich ärgern oder Sie können auch herzhaft lachen, wie wir an der Nase herumgeführt wurden, dass wir es jetzt endlich erkannt haben. Ich schlage vor, lachen Sie darüber, es ist gesünder. Es ist vielleicht ein befreiendes Lachen. Und daraus sollten dann die Ideen erwachsen, die Dinge wieder so in die Hand zu nehmen, dass man Schicksal seines eigenen Lebens wird und nicht gelebt wird. Das Ganze, meine Vorträge, auch dieser hier, ist dann auf diesen CDs zu erhalten, hier an der Seite am Stand zu haben. Und enden möchte ich mit einem Ausspruch von Aristophanes 445 bis 385 vor unserer Zeit, nicht ganz. Menschen bilden bedeutet nicht, ein Gefäß zu füllen. Ich hoffe, und das ist immer meine Funktion, so mache ich das gerne, ich möchte ein Feuer dafür entfachen, für diese neue Entwicklung. Lernen müssen sie selber, aber eine Motivation, nach Hause zu gehen, sich wirklich mit den Dingen zu beschäftigen. Und der wichtigste Rat ist, sehen Sie weniger fern, dann sehen Sie besser durch. Meine Damen und Herren, ich habe angefangen mit einem Gedicht von Hermann von Fehn und ich möchte wieder enden mit einem Gedicht. Ich bin im Land von Wilhelm Tell, dem Friedrich Schiller ein Denkmal gesetzt hat. Und deswegen habe ich mir Friedrich Schiller ausgesucht. Es ist über 200 Jahre alt und geht wie folgt.